Und Cyril Ginon nur 12. Akiroy fightet hier wie ein Wilder. Cyril Ginon! Benzin ist back. Also, wir haben jetzt die Fahrer warm gemacht. Free Practices sind auch schon durch. Zum Warm-up haben wir wieder die Bälle benutzt, um die koordinativ warm zu machen. Die Jungs haben sich ein bisschen warm gelaufen, sind ein bisschen Fahrrad gefahren. Free Practices sind rum. Und jetzt geht's in die Qualifyings. ADAC MX Masters. Let's go! Jetzt viel stärker hier unten durch, richtig stark die Kurve. Okay. Schlüssel auf 1 mit einer 39. Wir lenken gerade mit Flanken nach hinten, ist das Schlüssel? Ja, muss Schlüssel sein, Schlüssel muss geschützt sein. Yeah, yeah, I just felt dizzy, just the same as Tuchintan, you know? I landed on my back and my head went like, bah! Crashed. Yeah, I know, my dad said it was because such a good lap. On fire. I was a really good lap. Yeah. Shit, but yeah, I'm first. Yeah. Just shit, I had finally like the first section behind me, you know? Yeah. The second section is one line. Yeah. But the first section, I made every lap a mistake. I did like 3 fast laps, only half a lap. Yeah. Every time I made a mistake. And then I was like, finally I have that part behind me and then bam, I crashed. Yo, Quali ist durch jetzt. War in meiner Gruppe 6. War ganz okay. Ich habe mich noch mal ein bisschen gesteigert. Wir haben am Fahrwerk noch mal ein bisschen rumgetüftelt, weil Strecke ist echt tricky. Ist gar nicht so sandig, wie ich dachte. Und ja, jetzt freuen wir uns auf die Rennen. Heute Nachmittag geht der erste Lauf los. Ich gehe mir jetzt meine Stiefel waschen und esse dann erstmal was. Ja, ein bisschen relaxen. Mal gucken, ob wir noch was am Fahrwerk verändern für den ersten Lauf. Ja, dann Vollgas nachher. Ja, Cyril ist ein total angenehmer Mensch, würde ich mal so sagen. Extrem fokussiert und auch wirklich, wirklich willensstark. Motiviert mich halt jedes Mal wirklich aufs Neue dann auch 110% zu geben, das Motorrad halt vorzubereiten und mit der wirklich das ganze Wochenende den Arsch aufzureißen, weil er das halt bei jedem Mal, wenn er auf die Strecke geht, halt wirklich genauso tut. Und das widerspiegelt sich ja jetzt auch wirklich in den Ergebnissen. Hat sich jetzt schon mega gesteigert. Wir sind Zweiter in der Meisterschaft. Ja, wir werden sehen, was die nächsten Läufe noch passiert. And like how the track is now, like you can attack a lot of like the open and fast corners, you can attack pretty hard. But like then you have like the technical stuff, like deep stuff, where you need just need to be free and like patient. Okay. Okay? Yeah. Bye. Yeah. Yeah. Yeah, don't really know if anybody got the message. Product of disaster and you're looking at the wreckage. From a different spot, but don't focus on my percentage. Cause I'm up and in the game, watch me get out of the carriage. Oh no, I'm off at it, they listening, but I'm not tatted. Hit a home run, but I've been batted. And CSA and I've been batted, I'm whoa. It off and I'm still chatting, sweatshirt and that's not satin. People hit me like what's happening, but they never know what's happening. Plotting on the low. Ja, Jordi Tixier kann minimal hier seinen Vorsprung ausbauen auf Cyril Ginot.
Ekel, Top Speed, was hier gefahren wird. No, it's bona fide. Like I'm in so morning. Next year I go top 40. If you see me, don't ignore me. I just run on treadmills. You can't get Angriff von Eckhold gegen Rosiorg. Vorbei damit Eckhold jetzt 10. Nagel 11. If you're not with me to leave, I only did not receive. Shout out my boys, it's a mead. They see me running this fast. Yeah, I might roll on my sleeves. I'm writing the album in class. I just wanna clarify, you know I'm not a know-it-all. Someday I'm Rein. Stefan darf direkt rein. Stoppuhr läuft auch, dass ihr auch wisst, warum wir das Ganze machen. Zwei wichtige Punkte. Einmal die Kerntemperatur senken, weil super anstrengend das Ganze, super hohe Temperatur. Und alles, was wir von außen helfen, wird einfacher für den Körper, deswegen hat er morgen mehr Energie. Plus die Kälte pumpt das Blut sozusagen in die Körpermitte und dadurch wird das gefiltert und dann hat der Athlet morgen wieder frisches Blut mit den ganzen Abfallstoffen, die jetzt gerade bei der Belastung bestanden sind, die sind dann weg, wie gefiltert und dann volle Leistungsfähigkeit. Ja, Rennen war an sich echt gut. Ich hatte aus dem Gatter einen richtig geilen Start, aber dann habe ich mich ja leider ein bisschen hobbymäßig auf den Start geraten, voll verschalten und dann bin ich nach hinten gefallen, aber ich war glaube ich in der ersten Kurve immer noch auf irgendwas um 8, 9. Aber dann ist Nagel vor mir hingefallen und da konnte ich nirgendwo hin und bin halt in den Rhein gefahren. Und habe mich aber dann von da nochmal vorgekämpft auf Platz 10 am Ende. Also fahren war echt gut. Resultat ist okay. Ja, morgen nochmal besser machen. Aber reicht leider insgesamt nicht. Ciao. Renkens, I had a good start, no? I had a good start. But then Renkens came like from nowhere. I don't know from where he came, but he just took my front wheel and I went like, it was a choice. I felt smooth without taking too much risks, you know. It was hard to go way faster and try to pass, you know, so I just thought like, I go for P2 without taking too much risks. Like that's never an option. Like, yeah, I know, but never, it was my never option. Do, no, that's like not an option. Like you did this today, but tomorrow, no, like never. To going for second if you when can win is like the time practice is already but you, the aggressivity was out yeah like just due to the crash yeah but like it's no reason to crash you get up and then you attack the track again till you win. Okay, der Samstag ist rum. Die Modus sind rum. Jetzt ist für uns als Coaches der Abschluss des Tages immer noch der Final Track Walk am Samstag, wo die Fahrer nochmal individuelle Updates kriegen, wie war ihre Linienwahl, wo können sie ihre Linienwahl verbessern, wo können sie fahrtechnisch noch was besser machen, um einfach jeden individuell für morgen nochmal vorzubereiten, dass er sich verbessern kann. Und da sind wir auch beim Thema, was so das Wichtigste bei der Rennbetreuung ist. Jeder von unseren Fahrern ist halt super individuell. Jeder hat andere Stärken, andere Schwächen, ganz anderes Level. Wir haben einen 11-jährigen Youngster dabei und wir haben eben erfahrene Masters-Piloten dabei, die um den Titel kämpfen. Und da ist die besondere Herausforderung für uns, dass wir auf jeden individuell eingehen. Jeder ist mental ein bisschen anders, jeder braucht auch was anderes bei der Rennbetreuung. Manche brauchen einfach sehr intensive mentale Betreuung, müssen mental eingestellt werden. Bei anderen reicht einfach ein paar kleine Tipps, was Linienwahl angeht. Und diese Individualität und das für auf jeden genau zuzuschneiden, das ist unser Anspruch, denn das ist die Masterclass von Coaching. Und jetzt geht's weiter und dann ist der Tag eigentlich rum. Ich habe Hunger, die Fahrer haben Hunger. Und damit ist ein Rap für den Samstag. Yeah, I'm only out for action, only kind of satisfaction you could ever give a player like me. Life can be taxing all the way up to the casket, so I'm taking everything that I need. Middle of the night and I've been breathing in the fumes. Sleeping in the bushes, I've been eating all the shrooms. Tried deciphering the messages I'm leaving in my tombs. Get it popping at the water, fight with pee in my balloons. This is so warm-up went pretty well. Pretty foggy out here and pretty cold actually, so not typically summer conditions I would say, but I'm feeling good. A little bit stiff from my crash yesterday, but I'll just do my best, give everything I have, and we'll try to get back on the box for sure. So Zweiter Tag hier heute, Warm-up ist schon durch, hat echt gut geklappt. Wir haben noch ein paar Sachen beim Setting ausprobiert, die besser waren auf jeden Fall. Sollte nochmal gut ein bisschen was helfen jetzt im Rennen. Ich freue mich auf die zwei Läufe jetzt gleich. Strecke sieht primo aus,
ist noch ein bisschen bewölkt gerade, aber ich denke mal, nachher kommt die Sonne raus und dann geht's los. I don't do it for the stunt. I've been self-made from a jump. I ain't going out like a punk. Why you getting high, getting drunk, chasing women in the club? Me, I'm chasing after them bucks. Ain't none of this luck. This was all planned at the gate. Making sure my family straight. And before I ever Shindo, jetzt schon auf die 5 vorgefahren. Eccaroli beißt sich da fest. Genot dran an De Waal. Cyril Genot auf der 3, so schnell kann's gehen. I tried to attack. No, like, this was good, right? You tried everything you had in the first laps. I made some fuck. Made myself scared 2-3 times. No, like, I tried. No, everything was good, like, just the start was. No, but the gate was dropping so slow. Is it due to the sand that I put, like, how is the gate dropping? Is it like the metal? I need to look because my reaction was really good, but for me the gate dropped so slow. I did like, oh! You know, I re-clutched. Oh, okay. Because the gate was like, oh, you know? Not like, just like from reaction, I re-clutched a bit. Oh, and then... Bin besser gestartet dieses Mal. Hab mich ganz gut durchgewurschtelt, erste Kurve. Denk mal, ich war irgendwo auf 8, ne, weiter hinten, 10 vielleicht. Und ja, hab dann ein paar Leute überholt. War auf 6 vor, aber bin dann einfach an De Linz nicht vorbeigekommen und bin dann irgendwann über einen Anlieger. Also, wir sind beide über einen Anlieger, aber als ich dann über einen Anlieger bin, hat mich noch einer geholt von hinten und dann bin ich halt als 7. ins Ziel. Das ist eine Steigerung zu gestern und jetzt kommt ein 3. Lauf und da versuche ich es dann nochmal besser zu machen. Also, im Idealfall irgendwie die Top 5 anpeilen. Ich denke mal, das wäre nice. Und die Strecke war am Anfang so schnell, aber jetzt denke mal, der nächste Lauf, der wird da ein bisschen kaputter sein, die Strecke. Also wird besser. Und Cyril Genot nur 12. Stefan Eckold hier mit der Bauerschmidt. Husqvarna auf Platz 3 ist vorbeigegangen an Bastian Bogdam am Dänen. Eckold fightet hier wie ein Wilder. Ein sensationelles Rennen von dem Deutschen. Platz Nummer 2, deuxième position, KTM Sarholz Racing Team, from Belgium, aus Belgien, Cyril Genot! Yeah, weekend is over. That is over, actually. It was a pretty long weekend. Had a rough couple of weeks, actually, with the illness, with some personal things and everything. So I'm happy I made it on the box this weekend. Was feeling good actually, and think I had the speed for the win, for sure. But just came a little bit, short with the starts, and had to fight all the time from the back, and always was like behind the main contenders for me. So it was always tough to make up the ground, and yeah, I did what I could actually. So I'm happy to be second overall. And I would really like to thank the KTM Sarholz Racing Team. They did a great job again this weekend. My parents, my family, my friends, my sister, my girlfriend, everyone who's been around me, Benzema Official, Scott Benelux, 6D Helmets, Garage Pirou, Brain Effect, Pro Sports Alliance
for all the training and stuff we did last weekend. It worked out with the starts, and this weekend was a little bit off, but we know what to work on, and I just want to thank everyone who's been around me. So yeah, thank you guys. Hey Leute, Rennwochenende ist vorbei hier in Fürstlich Trainer. Bin jetzt im letzten Lauf richtig gut gestartet. War lange auf 3, das war echt gut, also bis, ich glaube, Minute 20 oder so auf 3 gefahren, das war echt cool. Danach habe ich ein bisschen meinen Rhythmus verloren, ein, zwei Fehler eingebaut leider. Dann kam Cyril von hinten, Jordi und wer noch, ich glaube, Toms Makuks. Und ja, die konnte ich dann leider nicht halten, aber Platz 6 in dem Lauf, alles in allem, super Wochenende wieder, konstant. Jetzt das vierte Wochenende hintereinander bei den Masters, gut dabei und ja, ich freue mich jetzt aufs Finale in Reutlingen. Danke an die ganze Benzin-Crew und Pro Sports Alliance-Crew, mein Team, Motorrad Bauerschmidt, Marcel, mein Mechaniker, alle, die helfen. War ein cooles Wochenende und weiter geht's. Okay, wir haben euch gezeigt, wann unser Tag, wann unser Wochenende beginnt. Und jetzt ist zu zeigen, wann es aufhört. Die letzten Läufe sind gefahren, Podium-Speeches sind gemacht. Das heißt aber noch lange nicht, dass unser Tag zu Ende ist. Denn wir machen jetzt noch Analysegespräche mit den Fahrern, analysieren die Rennen, solange die Eindrücke frisch sind. Und dann geht es natürlich direkt schon wieder darum, das Training für nächste Woche zu planen. Denn nächste Woche ADAC Masters Reutlingen, der Benzin-Vlog ist 100% auch wieder am Start. Wir freuen uns und bis dahin geht es natürlich Vollgas weiter, harte Arbeit. Denn wir wollen nächste Woche wieder attackieren. Also, bis zum nächsten Benzin-Vlog.